Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Es ist Mittwoch. Es ist Primetime, 19 Uhr, HSV-Fan-Talk mit dem Vater, Sohn und unserem heutigen Gast. 453 Bundesligaspiele. Erfahrung pur. Herzlich willkommen, Richard Goltz. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und bin total beeindruckt. Ja, ist mal was anderes, ne? Also das sagte Charlie Dörfel schon, das ist irgendwie wie ein Flugzeug hier. Und dann am Ende, ja, aber sind alle wieder rausgekommen, alle haben Spaß gehabt. Und so soll es heute auch sein. Ich freue mich ganz besonders, eine HSV-Torwartlegende heute hier bei uns im Studio zu haben. Auch wenn du es vielleicht nicht hören magst, manchmal diese, ja, ich glaube diesen Status, den man dann irgendwo auch über 13 Jahre aktiv beim HSV als Profi. Da kommen noch zwei Jugendjahre dazu mit der A-Jugend und den Amateuren. Und dann am Ende nochmal 5 Jahre in Sachen Arbeit beim HSV als Co-Trainer. Torwarttrainer, genau. Ja. Also volles Programm. Ja. Mehr Erfahrung geht nicht. Ich glaube, da stellt sich eigentlich eine Frage im Vorwege. Hast du die Raute im Herzen? Ich glaube schon, ja. Also ganz sicher. Ich bin mit 17 nach Hamburg gekommen, so in dem Alter. Entscheidet sich ja, glaube ich, ganz viel, was so Prägung betrifft. Und ich bin mit dem HSV groß geworden, erwachsen geworden, Profi. Meine Kinder sind hier geboren, meine Frau habe ich hier kennengelernt. Das alles verbinde ich mit dem HSV und das ist schon eingebrannt, definitiv. Wahnsinn. Ist, glaube ich, eine ganz besondere Geschichte. Ich glaube, die kann man auch nicht mehr ablegen, bei so viel Jahre voller Freude, Emotionen natürlich, aber auch sicherlich. Und da kommen wir gleich drauf, auf deine schönen Geschichten in Hamburg, die du vielleicht dann auch irgendwo vielleicht kundtun möchtest, preisgeben möchtest, deine emotionalsten Ereignisse mit dem HSV, auch da werden wir hinkommen, denn das war auch eine Frage von den Zuschauern selber. Aber fangen wir mal an mit der Frage, wie bist du zum HSV gekommen? Denn du bist hier in Berlin geboren und hast auch in Berlin natürlich deine Karriere gestartet im Bereich Jugendfußball. Wie kommt man dann nach Hamburg in die A-Jugend? Ja, gute Frage. Also es war 1985. Die Mauer stand noch. Ich habe beim SC Tegel gespielt in Berlin. Also man muss ja auch immer noch dazu sagen, West-Berlin. Das waren ja auch zwei Welten. Und irgendwann kam mein A-Jugendtrainer, Fuzzi Schröder, also Hamburger, auch Bekanntheit im Amateurfußball. Der war befreundet mit Uwe Kliemann. Uwe Kliemann war ein Spieler bei Hertha damals. Und der war wiederum befreundet mit Gerd Volker Schock. Gerd Volker Schock hatte gerade angefangen beim HSV als Jugendkoordinator. Also der war ja auch, ich weiß gar nicht, ob der ewiger Zweitliga-Torschützenkönig ist oder so, aber auch also ein Neuner, Torjäger, ganz, ganz bekannter Fußballer. Der hat dann eben nach seiner Karriere beim HSV angefangen und da war dann seine Aufgabe, finde einen Torwart, der in 2 Jahren, also 1987, möglicherweise Nachfolger von Uwe Hein werden kann. Der zweite Torwart war damals und auch schon so Mitte 30 ungefähr. Und man hatte dann halt so 1985 gesagt, so wir wollen jetzt mal einen jungen Torwart und können wir uns ja selber backen. Und dann hat Gerd Volker Schock sich so ein bisschen umgehört. Das war ja, damals gab es noch keine Datenbanken und alles Mögliche. Scouting war eher durch auf Zuruf und so hat er sich ein bisschen umgehört und hat dann seinen Freund Uwe Kliemann gefragt, der hat gesagt, ich höre mich auch mal um und dann irgendwie hat dann der Volker Schock eben die Empfehlung bekommen, hier guckt ihr den mal an und dann haben wir telefoniert, er hat sich das ein oder andere Spiel angeguckt und ja, dann habe ich gesagt, ja, komm, warum Wahnsinn, nicht? Ne? Mit 17. Ja, das war ein Riesenschritt. Also als ohne Familie in eine andere Stadt, die damals ja auch noch weiter weg war durch dieses ganze Mauerthema und so. Aber ich habe auch irgendwie dann gedacht, ach, ist doch ein geiles Abenteuer. Mal gucken, was draus wird. Also ich bin ja nach Hamburg mit der Chance, Profi zu werden. Das war ja nicht von Anfang an klar. Ich musste mich dann durchsetzen gegen einen anderen Konkurrenten, aber das war dann auch vom ersten Moment an, hat sich das angefühlt wie Abenteuer und es war eine extrem coole Zeit. Wir hatten damals so ein Haus in Norderstedt, das war vom Trainingsgelände vom Ochsenzoll 300 Meter entfernt. Das hat der HSV angemietet, da haben 5 Spieler gewohnt, 5 Jugendspieler.
Zwei aus der A-Jugend, drei, also zwei verschiedene Jahrgänge. Und mit einer Familie, die uns im Prinzip versorgt hat, also kochen, essen und Wäsche machen und so den ganzen, also könnte man jetzt nicht als Internat bezeichnen, aber es war, da war immer was los, immer Spaß und war nicht immer irgendwie professionell, also das musste sich so ein bisschen eingrooven. Da gab es dann manchmal Situationen, da haben wir morgens am Samstagmorgen oder Mittag, gab es noch irgendwie Mittag, da stand auf einmal Grünkohl auf dem Oh Tisch oder ja, so. oh Gedacht. ja. Das ist ja, glaube ich, nicht ganz so professionell. Aber es war extrem Eine cool, coole Zeit. hat so viel Spaß gemacht und war halt natürlich, war schon, fühlte sich so ein bisschen an wie Profifußball, aber war noch extrem unbeschwert und immer irgendwelchen Blödsinn. Ja, habe noch Abitur gemacht in der Zeit und dann ging es 1987 echt los. Wahnsinn. Es gibt ja eine Geschichte, ich glaube, du bist der Einzige, glaube ich, beim HSV, der Uli Stein zweimal verabschiedet hat. Das ist ja auch eine kuriose Geschichte eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, ne? Denn du bist dann zum, ja, dein Debüt war ja aufgrund der roten Karte im Supercup gegen den FC Bayern. Ja, der Faustschlag, alle kennen ihn, glaube ich, die, oder wer es nicht kennt, kann es gerne mal nachlesen. Uli Stein ist damals mit der roten Karte gegen den FC Bayern, war damals ein 1:2, glaube ich, Niederlage, dann am Ende, aber ist vom Platz geflogen und das war für dich der Startschuss, die Übernahme vorab, du bist dann ja auch eingewechselt worden, das war dein Profidebüt eigentlich. Ja, klar, das war mein Profi-Debüt. Also am Ende muss man ja sagen, hat sich Uli Stein selbst verabschiedet, weil der war, das war ja eine Ikone. Das war, als ich den Vertrag unterschrieben habe, hätte ich im Leben nicht gedacht, dass ich irgendwie mal eine Minute beim HSV im Tor stehen kann, weil damals hast du ja auch einen Kader gehabt, da waren irgendwie vielleicht 20 Spieler drin, da wurde ganz wenig gewechselt, da gab es keine Rotation, da war auch keiner verletzt. Jeder Stammspieler hat irgendwie 35 Spiele jedes Jahr gemacht und da war für mich erstmal klar, das guckst du dir mal an und dann kannst du eine ganze Menge lernen von Uli. Und auf einmal eine Woche vor dem ersten Bundesligaspiel war klar, dass ich dann das Spiel auch machen werde, weil der Kollege gerade eine rote Karte gekriegt hat. Also war aufregend und am Ende, ja, war es aber dann, ja, also ich weiß noch, Hermann Rieger hat mich am Abend vorher gefragt, brauchst du was zum Schlafen, irgendwie Ah, Schlaftablette oder cool, so. ja, cool. Nee, lass mal, ist schon Hermann, alles Legende, gut. ne? Hermann, Ja. Legende, definitiv. Also, möchte ich jetzt auch nicht drauf eingehen. Ich glaube, wir kennen alle Hermann Rieger und Gott hab ihn selig auf jeden Fall für uns, aber glaube ich, Ja. der Masseur überhaupt. Also, diesen Status hat nie wieder und wird auch nie wieder einer erreichen, glaube ich, in keinem Verein der Welt. Aber ist schon eine Wahnsinnsnummer, denn am 1. August 1987 war es dann endlich soweit. Das war ja dein besagtes Bundesliga-Debüt dann. Ja. War auch ein Den Verein Monster. weißt du noch, gegen wen es Ja, ging? klar, wir haben gegen Schalke Der gespielt. Schalke, Weltklasse. Toni Schumacher kam gerade aus der Türkei zurück. Er hatte da so ein Abenteuer, nachdem er ja irgendwann mal ein Buch geschrieben hat und die ihn dann rausgeschmissen haben, wo er ja auch ein paar Leute angepinkelt hat. Und Halbzeit steht es 0-0. Olaf Thon hat auch gespielt, war auch relativ jung noch. Halbzeit 0-0 und zweite Halbzeit war es dann echt ein Spektakel. Spiel ging 5-2 aus. Und war natürlich sensationell. Also war ein guter Einstand. Und dann, Absolut. gut, hatten wir ja gerade auch einen neuen Trainer bekommen, Josef Skobler, der dann seinen Schwiegersohn verpflichtet als Torwart, weil er ja in dem Moment auch gesagt hat: Okay, wir brauchen noch was Erfahrenes. Und dann ja, war erstmal wieder ein bisschen Pause. Ich möchte noch mal kurz zurückgehen und zwar genau zu der Zeit A-Jugend, dann die zweite Mannschaft und dann war es ja so. War Ernst Happel schon derjenige, da war er ja noch Trainer, das war ja seine letzte Saison dann zu dem Zeitpunkt, bevor dann ja natürlich Willi Reimann übernommen hatte. Ja, Ja. und aber war er schon derjenige, der gesagt hat, der Junge muss bei uns trainieren, der Richard muss nach oben kommen und dadurch die Jungs, Lothar Dittmar und Co., wir haben im Vorwege drüber gesprochen, finde ich immer geil, aber war Ernst Happel auch so ein bisschen derjenige, der gesagt hat, den ziehen wir jetzt hoch? Oder ab wann fing das bei dir an, bei den Profis Ja, zu trainieren? also ich glaube, er hat sicherlich auch vielleicht seinen Senf dazu mit abgegeben. Es war, also es war so zu der Zeit, ich habe dann
immer mal so in den Ferien zum Beispiel mit trainiert irgendwie. Oder es gab damals, das fand ich echt ganz cool, war eine gute Einrichtung, das nannte sich Nachwuchsrunde. Da haben dann, nicht jede Woche, aber regelmäßig, war dann meinetwegen am Dienstag oder Mittwoch war ein Spiel, wo dann so Jungprofis oder Spieler, die mal verletzt waren, ein Spiel gemacht haben. Und dann hast du gegen Werder gespielt oder Hannover oder irgendwie so, also die Profimannschaften untereinander. Und da bin ich auch immer mal mitgefahren und habe da schon ein paar Spiele gemacht. Und da war auch der große Meister mit dabei. Also da hat er nicht irgendwie seinen Assistenten machen lassen, sondern daher kannte er mich auch. Ich glaube, am Ende, ja, die Entscheidung hat sicherlich irgendwie Volker Schott getroffen. Aber das war schön, da so reinzuwachsen, weil... Ich meine, 83 war noch die große Stunde, da waren ja alle noch mit dabei, von Hesen, Manni Kaltz, Dietmar Jacobs und so weiter. Das war schon eine Riege, die kanntest du nur aus dem Fernsehen. Und das waren schon auch alles Kapazitäten. Absolutes Highlight. Ich habe ja auch gerade, liebe Grüße soll ich ausrichten, aus Reinickendorf, glaube ich, habe ich hier irgendwo gerade gelesen. Ihr schreibt hier so viel, ich muss erst mal gucken, dass ich hier so ein bisschen hinterherkomme mit euch. Und da nichts Wichtiges dann am Ende auch runterfällt, aber Erfolgstrainer Tim Walter ist jetzt erstmal aktuell noch kein Thema. Dafür geht es mir zu sehr heute um Richard Golz, dann auch persönlich. Gerd Volker Schock, auch sehr bekannt in Osnabrück, könnte ich jetzt nicht bestätigen, da bin ich raus. War ja mal Cheftrainer beim HSV. Moin Richie und Fadi, Andreas Ecke ist ein sehr guter Freund von mir, der hier auch immer wieder aktiv ist, aber ich schaue gerade, ja, da wäre ich gleich drauf gekommen, aktuell komme ich da auch gleich hin, ich schaue nur nach einem Kommentar, ich glaube, es war Thomas Dau, glaube ich, der liebe Grüße aus Reinickendorf geschickt hat, aber um da anzusetzen, es war ja deine erste Saison, du hast in der Saison, deine Debütsaison, 5 Spiele gemacht, ja, so war es, weil man dir auch einen Mladen Pralia und ein Koltka vorgesetzt hat. Oder zumindest verpflichtet hat zu dem Zeitpunkt. Mladen Pralia ist ja nun mal auch eine Geschichte für sich. Schlechter kann man als Torwart nicht aussehen, glaube ich, wenn man das Spiel gegen den FC Bayern alleine wertet. Ich weiß nicht, wie oft er da in einem Spiel daneben gegriffen hat. Aber du hast ihn ja selber auch im Training wahrgenommen. Ja, ja, klar. War er wirklich so wie in diesem Spiel? Oder... Nein, du musst ja nichts Böses sagen, aber nein, also ganz so selbstmörderisch gehst du ja als Trainer auch nicht und holst einen Torwart, von dem du nicht überzeugt bist, dass er auch die Qualität hat. Und er hat natürlich einen super schlechten Start gehabt. Ich weiß gar nicht, ob er ein- oder zweimal mit der Mannschaft trainiert hat. Alles neu. Du spielst gegen Bayern München, die damals natürlich noch nicht so waren wie heute, aber auch schon eine Top-Mannschaft. Und dann fängt so ein Spiel einfach auch mal blöde an, machst einen Fehler und klar, also solche Spiele gibt es als Torwart. Das muss nicht unbedingt dein erstes sein und das, also die ganze Konstellation war natürlich schon zum Scheitern verurteilt, muss man ja auch sagen. Sprache, das war mit Englisch, konntest du einigermaßen noch klarkommen, aber dann auch eben dein Schwiegervater holt dich und der Trainer war ja auch nicht unbedingt... Hat es ja auch nicht lange gemacht. Die sind ja dann beide verabschiedet worden im Herbst. Dann kam Willi Reimann und der war, also erstmal war es ein super Typ. Wir haben uns echt gut verstanden und war ein super Athlet. Torwarttechnisch alles top, ist gesprungen wie ein Känguru. Also der hatte alles, was ein Torwart braucht, aber einfach einen schlechten Start und dann bist du in so einer Schleife drin gewesen oder eher, wo er nicht mehr rausgekommen ist. Und ich glaube, er war dann auch nicht böse, dass er erlöst wurde. Ja, die Geschichte kennen wir Älteren dann ja alle. Ja. Und ich wollte es nur erwähnt haben, man hat die aber klar, die beiden dann auch am Ende vorgesetzt. Ja, dann kam, genau. Dann kam, wurde Jupp Koltka verpflichtet. Das war aber eine Konstellation, mit der konnte ich gut leben, weil ich wusste, also erstmal ein halbes Jahr vorher hätte ich gesagt, komm, dann... kein Thema, dann schnupperst du dran, ist ja logisch und dann kommt Jupp Koltka und dann war ja auch schon klar, der war auch 35 oder was gefühlt,
dass das auch eine Sache ist, wo eine ernsthafte Perspektive auch für so einen jungen DAX ist. Und der hat sich rührend um mich gekümmert. Das war auch ein tolles Team. Hat ja das erste Jahr dann auch noch gespielt und im zweiten Jahr hat Willi Reimann mich dann reingestellt, nachdem Jupp Kolkner eine rote Karte bekommen hat in Osnabrück. Auch gerade im Chat auch geschrieben hat, Gerd Volker Schock aus Osnabrück. Genau, Pokalspiel in Osnabrück kriegt Jupp Kolkner eine rote Karte und dann habe ich 6 oder 8 Spiele gemacht und danach hat Willi Reimann dann gesagt, okay, der ist soweit. Starke Nummer. Spielen lassen. Starke Nummer, ja. Und dann kennt man ja bekanntlich ja, deine Karriere, die dann eigentlich so langsam dann auch ins Rollen kam. Und du warst ja, glaube ich, auch das Sprachrohr. Du warst Capitano, der Captain der Mannschaft nachher. Wann fing das an? Ja, zum Ende hin, ich würde mal sagen, so 98 bin ich weg. 95, 96, irgendwann so in dem Dreh. Ja, aber einer der erfahrensten Spieler. Und ich möchte mal für euch mal draußen, du hast schon einige Namen genannt, aber Mitspieler heute oder Mitspieler, die damals mit Richie über die Karriere hinweg immer wieder begleitet haben, war natürlich ein Manny Kals, da nicht wegzudenken, aus der 80er Mannschaft, 83er Mannschaft, ein Dietmar Jakobs. Super Innenverteidiger. Ja. Wir erinnern den bösen Unfall natürlich auch. Ich glaube, gegen Werder Bremen war es, wo er dann eben halt ins Tor gerutscht ist. Wird man nie vergessen, glaube ich, weil wir alle mitgelitten haben da. Zu dem Zeitpunkt im Stadion Katastrophe gewesen. Aber Gott sei Dank geht es ihm heute gut. Und ist, glaube ich, auch keine bleibenden Schäden, glaube ich, davon getragen. Ja, er hat natürlich insgesamt, der Fußball hat bei ihm schon auch Schäden oder Spuren hinterlassen. Also er hat ja mit allem, was er hatte, sich reingeschmissen und also ich glaube, ihm geht's gut oder wir haben nach wie vor Kontakt und ab und zu sieht man sich und hört man sich mal, ihm geht's gut soweit, er genießt das Leben und so soll es sein, ja, absolut. Dann auch ein Oliver Bierhoff. Ja. Ja, ist eine Wahnsinnsnummer, ja, auch ein Oliver Bierhoff. Stand an der Seite oder war Teampartner von Richard Golz. Verrückte Nummer eigentlich. Ne? Ja, Olli Bierhoff ist ja auch mein Jahrgang. Wir haben zusammen U21 gespielt, auch in der Nationalmannschaft ein paar Spiele gemacht. Er kam als sehr junger Spieler nach Hamburg, konnte sich hier nicht so richtig durchsetzen, ist dann nach Österreich gegangen, hat da angefangen zu knipsen, dann nach Italien und ist ja dann sogar beim AC Mailand gelandet. Korrekt. Bruno Labbadia war übrigens auch der junge Bruno Labbadia. Ja, absolut. Ist auch im ersten Jahr mit mir zum HSV gekommen. War, glaube ich, auch nur ein Jahr da, hat sich nicht durchsetzen können, aber es sind schon ein paar interessante Namen in der ganzen Zeit zusammengekommen. Absolut. Denn es war auch, wie du schon sagtest, ein von Hesen, ein Thomas Doll. Ja. Wahnsinnsnummer. Wahnsinns. Thomas Doll, heute Mördererfolg in Jakarta. Ja. Macht er auch seinen Weg da. Sicherlich gönnt man ihn auch mal wieder die Bundesliga. Ich glaube, er ist reif dafür und hat es ja auch in seiner Dokumentation geäußert. Also wenn mal eine Anfrage kommt, wäre er nicht abgeneigt, auch wieder nach Deutschland zu kommen. Glaube ich auch. Glaube ich auch. Also, was ist der für ein Typ? Ich höre immer nur Positives. Was für ein Dolly ist super. Der war von der ersten Sekunde an sowohl sportlich als auch menschlich. Also das war ja die Zeit, wo die Mauer fiel, alle waren ganz gespannt, wie sind die Jungs aus dem Osten jetzt? War natürlich erstmal Konkurrenz, aber einmal war ja Riesenkonkurrenz da und die waren alle top, die Jungs. Also die konnten kicken, die hatten auch eine Mentalität, die haben Gas gegeben. Kam ja zusammen mit Wuschi Rode, der damals ja noch in Libero gespielt hat, auch überragender Spieler. Also und Dolly kam und jeder hat sofort gewusst, boah, ist ja gut. Ja, schon crazy. Einfach ein klasse Typ, immer positiv, immer lustig gewesen. War für ihn auch eine spannende Zeit. Er hat das auch so immer mal erzählt, weil die kamen aus dem Osten, haben dann ihren ersten Mercedes abgeholt und so. Was da auf die Jungs eingeprasselt ist, ist Wahnsinn. Aber Dolly, das eine Jahr hat er gespielt wie vom anderen Stern. Das glaube ich. Oh ja. Schön zu hören und ist, glaube ich, wenn man solche Jungs mal im Team hatte, glaube ich, immer was ganz Besonderes, glaube ich. Ne? Ja, und auch als Trainer total positiv. Er wollte mich, als ich dann in Freiburg war, wollte er mich zurückholen zum HSV als Torwarttrainer. Da wollte ich aber noch weiterspielen. 1-2 Jahre habe es dann noch gemacht da haben wir gesprochen und habe dann, es hat gejuckt. Ich wollte aber auch noch
noch ein bisschen weitermachen und dann hat es dann in dem Moment nicht geklappt, aber es wäre bestimmt gut gewesen. Also mit, ich glaube, mit Donny hätte man 100% zusammenarbeiten können. Gehe ich gleich gerne nochmal drauf ein, um da nochmal nachzuhaken. Dann waren es auch Spieler wie Markus Babbel, Wahnsinn. Ja. Ist auch sein Weg gegangen nachher mit dem FC Bayern und Co. Also auch solche Jungs, Jordan Letschkoff, also auch Wahnsinnsnummer. Carsten Behron, ja. Verrückte Geschichte, Adi Alberts. Also, man, Wahnsinn. Wir haben Ivan Auskas mit am Start. Wir haben Hasan Salihamidžić. Ja, Brazzo, heiße Nummer. Auch eine Nummer. Super. Ja. Wie denkst du heute beim FC Bayern drüber, wenn du so solche Geschichten hörst? Ich meine, man war alliiert. Man hat viel Zeit vielleicht auch miteinander verbracht. Viele Jahre kannte man sich. Und jetzt eine Nummer beim FC Bayern ist schon nicht einfach. Ne? Schnelllebiges Geschäft. Ja, total. Also, klar, dann kurz vorher die Nummer mit Nagelsmann und dann erwischt es ihn eigentlich fast genauso wie, also ich weiß nicht, ob man da von Karma oder was sprechen kann, aber komisch ist es natürlich schon, dass es dann so schnell ging. Aber ja, die Bayern, die fackeln nicht lange, ne? Also da kommen die beiden alten Männer dann um die Ecke so und ist dann ist alles wieder auf Null. So ist das, definitiv. Dann haben wir noch Rodolfo Cardoso, na klar, der ist heute noch beim HSV. Auch ein Urgestein, ja, und Liebling der Fans, Toni Yeboah, habe ich noch auf dem Zettel. Toni, man munkelt ja, er war ein bisschen älter, aber... Aber er war so gut, also der war auch so gut. Weltklasse, ne? Ich glaube, menschlich auch top, ne? Total. Ich habe heute auch nochmal irgendwo mich durchgeklickt, die 10 härtesten Schüsse, da ist er ganz weit da vorne und der hat echt einen Hammer gehabt. Okay. Ja. Das wusste also ich meine, der hat auch solche Oberschenkel gehabt. Ne? Ja, also, absolut. Ja, war schon ein kompakter Körper. Ne? Kam nicht aus dem Nichts, aber auch ein ganz feiner Kerl, total entspannt und nett, aber auf dem Platz. Also aber auch einer von denen, die jetzt nicht irgendwie besonders aggressiv waren, sondern der war einfach schlau und hat immer das Richtige gemacht. Und da, also es gibt ja Spieler, die kommen über die Mentalität und übers Beißen und böse sein und so. Das war er nicht, aber er war so effektiv und ein Killer. Ja, ein Killer mit einem Lächeln. Absolut, einfach, ne? Absolut. Super Typ, ja. Und dann haben wir noch zum Schluss Hans-Jürg Butt. Ja. Also, ich sage mal, der HSV und Torhüter ist ja eine Wahnsinnsnummer eigentlich. Wenn man mal schaut, die Ära nur Torhüter beim HSV. Denn vor dir Uli Stein, ja, also das war ja schon. Rudi Kargus davor, genau, das war ja schon so. Dann kamst du. Und ich glaube, dann hat dich mit dem Abgang nach Freiburg ja auch Hans-Jürg Butt dann... Ja, das war im Prinzip in dem Jahr davor. Frank Pagelsdorf wurde Trainer, hat dann Hans-Jürg Butt ins Tor gestellt und dann habe ich in dem Jahr noch ein Spiel gemacht und dann war aber klar, dass es jetzt auch mal Zeit ist, was anderes zu machen. Und zwar auch, also Jörg und ich, wir haben uns super gut verstanden, was auch nicht selbstverständlich ist. Auch, ich glaube, wir sind uns auch relativ ähnlich, werden auch ganz oft... Wir werden auch verwechselt ganz oft so, ne? Dann fragen mich die Leute immer, wie war das mit den Elfmetern? Und dann sage ich, nee, haben die nicht geschossen. Okay. Nein. Ich weiß nicht, wie der HSV kann. Ich weiß, was das genau. Also lustig, auch zu Zeiten von Bolz war die Welt noch in Ordnung beim HSV. Vielleicht sieht man ihn ja mal als Verantwortlichen im Verein. Kommt gerade eine Spende rein, 3 Euro. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Dir, mein Bester, Kuss auf die Nuss. Ja, ja. Das ist mal ein Statement. Was? Vielleicht sieht man... Ich habe ja als Trainer auch schon im Nachwuchs gearbeitet, mit großem Spaß. Und weiß ich auch nicht, mal gucken, was noch kommt. Was das sein könnte. Ich wollte auf die Geschichte noch eingehen. Freiburg, du sagtest gerade, Thomas Doll hat, ihr habt telefoniert, Möglichkeiten geschaffen, aber du hattest ja auch schon die Möglichkeit bei Freiburg nach deiner Karriere, glaube ich, den nächsten Step im Verein, ich glaube Marketing, glaube ich, war ja angesagt, hättest du wahrnehmen können, aber hast dich dann nochmal für den Fußball entschieden und bist nach Hannover gegangen. Ja, also ich hatte eigentlich schon aufgehört und hatte so eine Vertragsklausel, wo es dann, also es war zu der Zeit, wo Andreas Rettig noch Manager war, hatten wir dann im Vertrag so eine Klausel, dass ich dann im Anschluss im Verein arbeite und gedacht war im Prinzip so eine Art Assistenz von ihm. Und dann war er aber auch gar nicht mehr da, als diese Klausel dann zum Tragen kam. Und ich habe dann 5 Wochen, da habe ich da auf der Geschäftsstelle,
Und dann war die ganze Zeit schon so ein loser Kontakt zu Hannover 96, die eventuell einen Torwart gesucht haben oder wo. Damals war Frank Juric zweiter Torwart hinter Robert Enke und Juric war lange verletzt und da war nicht klar, kommt er zurück. Und irgendwann haben sie gesagt, so, wir brauchen jetzt jemanden. Und ich habe mich dann auch noch fit gehalten, bin dann morgens immer, bevor ich auf die Geschäftsstelle gefahren bin, bin durch den Wald gelaufen, habe mich fit gehalten, weil ich schon irgendwie gedacht habe, komm, falls da nochmal was kommt. Und dann ja, haben wir die Sachen gepackt und sind dann meine Frau mit den Kindern nach Hamburg und ich nach Hannover, bin immer so ein bisschen gependelt. Und ja, also Freiburg ist toll, wenn es nicht so weit gewesen wäre von Hamburg. Und wenn du Großstadtmensch bist, dann kennst du ja nach 2 Jahren jeden Grashalm. Aber es ist wunderschön da, toller Verein. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Super effektiv, tolle Leute, extrem erfolgreich. Neues Stadion, also auch im Prinzip hat sich das so ein bisschen gewandelt. So, ne? Wenn man HSV und Freiburg vergleicht zu meiner Zeit, ja, absolut. War der HSV oben, jetzt ist Freiburg oben, ja. Und der HSV kommt aber auch wieder. Gute Arbeit geleistet und ich glaube, wenn man dann einfach auch mal den Blick nach Freiburg wirft, Volker Finke war dann ja dein Trainer damals, ne? 8 Jahre lang. Also Wahnsinnsnummer. Ich meine auch die Ära, die er da eingeläutet hat. Heute ist es Streich, der nicht mehr wegzudenken ist. Ja. Kriegt auch das zweite Denkmal, glaube ich, daneben gestellt. Ja. Wahnsinn, wie die in Freiburg dann aber auch, ja, ich sag mal, am Trainer festhalten und beide aber auch irgendwie das verdammte Glück haben mit dem Erfolg, der daraus resultiert, obwohl die ja eigentlich Jahr für Jahr die Leistungsträger mal abgeben mussten, wirtschaftlich denken natürlich. Ja. Aber ich finde es interessant, welchen Weg die gegangen sind. Und wenn man heute schaut, wo sie stehen, Euroleague und Co., das ist schon eine Nummer für sich. Also um ein Haar hätten sie fast in der Champions League gespielt. Und mittlerweile verkaufen sie ja nicht nur Spieler teuer, sondern sie kaufen ja auch schon gute Leute ein. Also die haben sich echt super entwickelt, ohne Frage. Und ja, wird ja immer gerne im deutschen Fußball als Vorbild genommen. Jeder muss ja schon irgendwie seinen eigenen Weg finden, aber man sieht halt, dass also die wichtigsten Positionen sind halt nun mal im Verein eigentlich der Trainer und dann kommt der Trainer und der Trainer. Cool. Und wenn du da einen Top-Mann hast, und wir sind ja auch, ich bin in der Freiburg-Zeit 2-mal abgestiegen, 1-mal direkt wieder hoch, also das hat ja auch nicht dazu geführt, dass sie ihn rausgeschmissen haben, sondern wir waren einfach davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Und klar ist es vielleicht eine andere Welt in Freiburg, ein bisschen ruhiger und beschaulicher. Trotzdem, ja, es müssen halt immer die richtigen, also du triffst nicht immer richtige Entscheidungen, aber wenn du mehr richtige triffst, cool, dann hast du schon eine gute Chance, erfolgreich zu sein. Absolut. Ich finde, das wusste ich auch nicht. Erstmal Zeugi Gebors hat einen Fünfer rausgehauen und schreibt: Richie, du hast mir damals meinen Auswärtssieg in Freiburg vermasselt. Du musstest ja kurz vor Schluss den Elfer gegen Butt halten. Ja, das stimmt. Das wusste ich nicht. Du hast. Das wusstest Butt du nicht? Mal, Butt, ja. Nee, Butt ist gegen dich angetreten. Also, ich muss ehrlich sagen, ja geschossen, klar. Das war schon mit Abstand, war wirklich mit Abstand die emotionalste Situation in meiner ganzen Karriere. Ich bin vielen ja, Dank an dieser Stelle, Zorri Gebor. Nach 13 Jahren HSV nach Freiburg gewechselt. Das erste Mal spiele ich gegen meinen alten Verein in Freiburg und Jörg Butt hat in der Zeit ja immer Elfmeter geschossen und bis zu dem Zeitpunkt wirklich auch alle verwandelt. Und dann ist 90. Minute, steht 0-0 in Freiburg. Ein Elfmeter, den kann man geben, muss man nicht unbedingt, scheißegal, Jörg Butt kommt. Und ich bin der Erste, der ihn hält, erstmal von ihm und dann gegen deinen alten Verein. Die alten Kollegen kamen nach dem Spiel, haben mich beglückwünscht und so. Dass du denkst so, das ist ja filmreif hier. So, absolut, ne? Das kann es ja nicht geben. Und das war schon super emotional. Und das, ja, das sind so die Highlights, die man nicht vergisst. Also das ist für mich gerade Geschichte. Puh. Ja, absolut. Ja. Ich konnte mich nicht dran erinnern an die Szene, aber ja, sie war ja da. Ja, Wahnsinn, vielen Dank. Auch Elfmeter in Hamburg, den hat er dann leider verwandelt. Also okay. 1-1, aber okay. Fit.
Warst du so ein Elfmeter-Killer? Ich habe eine ganz ordentliche Quote, habe ich irgendwo mal bei einem Transfermarkt gesehen. Woran das liegt, weiß ich nicht. Damals gab es ja nicht so Statistiken. Ab und zu hat ja mal der Co-Trainer gesagt, beim letzten Mal hat der und der dahin geschossen. Aber war, glaube ich, entweder Intuition oder einfach Glück und Reichweite. Also, ja, keine Ahnung. Aber ja, ich glaube, die Quote ist ganz ordentlich. Wobei ich mir so ein bisschen deine Statistiken angeschaut habe, um natürlich auch ein bisschen vorbereitet zu sein, aber ich war schon irritiert. Ich glaube, 10 gelbe Karten, 2 rote Karten. Ehrlich? Eine. Eine. Ich habe 2. Ich nicht, echt? Ehrlich? Ich habe eine im Kopf in Bochum. In mit Bochum. Freiburg. Ja, Notbremse. Ach nee, du hast recht. Eine im Europapokal gegen okay. Sigmar Olmütz. Sigmar Olmütz, okay. Okay, was war da los? Es war irgendwann im Winter, also arschkalt, wirklich minus 20 Grad, so eine dicke Eisplatte, also normalerweise hättest du gar nicht spielen können. Ja. Oh ja. Da im Anfang langer Ball, kommst halt raus und einen Schritt zu spät und ja, da war das Spiel relativ schnell beendet. Okay, da gibt es Schlimmeres, ne? Ja, war natürlich ärgerlich, aber es war, ja, du hast recht, 2 rote Karten. Wahnsinn, dann stimmt die Statistik. Von daher... Absolut, aber 10 gelbe Karten finde ich jetzt nicht so viel, oder? Bestimmt auch auf Zeitspiel. Ne? Dafür hat man sich ja früher gerne mal eine gelbe abgeholt, ne? Weil man die mal ein bisschen länger brauchte. Ne? Ja, gut. Ja. Nee, also an die gelben Karten kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern, aber... Mhm. Die bleiben auch nicht hängen, weil sie unwichtig waren. Ne? Genau. Also ich habe auf jeden Fall keine Sperre gehabt wegen 5 gelber Karten in einer... Ist das so, ne? Das hat ja schon der ein oder andere Torwart schon mal geschafft. Absolut. Dann war der 17. April 96. Kannst du dich an den Tag erinnern? 96. Ja, 96. Es gab, für euch zur Erklärung, es gab ein Bundesligaspiel und damit helfe ich dir gegen Hansa Rostock. Ja, ach Gott. Jetzt war eine ganz verrückte, eigentlich eine ganz verrückte Nummer. Ja. Magst du sie selber so ein bisschen erzählen? Ich nehme mal an, du meinst meinen Ausflug ins Feld als Stürmer. Absolut richtig. Felix Magath war damals Trainer und es gab da noch so eine komische Regel, dass du auf dem Spielberichtsbogen durftest du nur, ich glaube, 2 Vertragsamateure, also nicht Profis. Ich glaube, den Status gibt es heute auch gar nicht mehr. Also du konntest eben nur 2 Amateure auf dem Spielbericht haben und wir haben eine ganz, und dann glaube ich, gab es auch noch so eine Ausländerregel, die auch anders ist als heute. Also auf jeden Fall hatten wir, weil einige krank und verletzt waren, haben wir echte Probleme gehabt, den Spielberichtsbogen voll zu kriegen. Und das war ja auch eine Regel, die war irgendwie sinnlos. Und das war dann so eine Art von Protest. Kam Felix Magath zu mir vorm Spiel und sagt, du, hier wegen der Regel und so, und du siehst ja, wir haben nicht so viele Spieler. Wenn es dann sein muss, könntest du dir vorstellen, dann auch nach vorne zu gehen? Und da habe ich gesagt, ich war so überrascht, dass ich jetzt auch nicht auf die Idee gekommen wäre, Felix Magath zu widersprechen. Und dann habe ich gesagt, ja klar, okay, machen wir. Und dann stand es, glaube ich, 2-0 oder 1-0 irgendwie. Wir mussten aufholen. Und dann kam Holger Hiemann rein, wurde gegen irgendeinen Feldspieler eingewechselt. Und ich habe mir dann so ein... Daniel Stendel. Daniel Stendel, okay. Das zur Info, ja, tatsächlich. Ja, der war nämlich auch einer von den Amateuren, glaube ich, gerade. Und auf jeden Fall... Ja, bin ich dann eine Viertelstunde oder ich weiß nicht, wie lange das war, 20 Minuten, da vorne irgendwie rumgestolpert und es war dann auch gut. Also ich hatte so eine halbe Torschance, da stand ich leider im Abseits und fand dann auch keine Wiederholung mehr. Also das Weltklasse. Also, ich weiß nicht, ob der DFB deswegen dann die Regeln geändert hat, wegen uns, aber das sind natürlich auch so Sachen, die bleiben haften, weil wir haben auch extra noch ein Trikot vorher angefertigt, in Blau. Wenn man jetzt aber die alten Bilder sieht, da haben wir ja als Mannschaft in Rot gespielt und wir hatten wohl gedacht, dass Hansa Rostock in Weiß spielt, da haben ein blaues Trikot gemacht und dann konnten wir das nicht nehmen. Also musste Hermann dann wieder mit Tape die Nummer übertapen und den Namen und das war dann so zurecht gebastelt. Also das sah fürchterlich aus. Absolut. Also man hat ja eine 1 auch mehr aufgeklebt. Ja, also, ja. Du hast dann die 11 getragen. Ja. Verrückte Nummer. Ja. Also, kuriose Geschichte. Schön, aber
aber selten. Kuriose Geschichten, aber das ist nun mal der Fußball. Der schreibt immer Geschichten. Ja. Und, ich habe dir ja einstiegs vorhin auch erzählt. Ich werde gleich mal auf ein paar Kommentare gucken. Ich habe selber noch ein eigenes Erlebnis gehabt mit Richard Goltz, selber als Fan. Ochsenzoll, Norder steht oben im Trainingsgelände. Erzähle ich euch gleich mal ganz persönlich, denn Richie kennt sie auch noch nicht. Von daher mal schauen, wie er drauf reagiert. Ich fand es auf jeden Fall amüsant. Von daher, lasst uns kurz mal schauen. Goltz in den Sturm, ganz genau. Als Stürmer hatte sogar eine Chance, ja. Schreibt der Freakolix auch. Wahnsinn, Quarterback 86. Moin, Richard. Geil, dich zu sehen. Du warst Mitte der 90er mit Lumpi und Alberts meine Helden. Aber sag mir bitte, warum hast du den Back so kacke getroffen vor dem 2-2 gegen Pauli? Das soll wohl Ball Pauli heißen. Ja, ja, den Ball so kacke getroffen vor dem 2-2 gegen Pauli. Ja. Ah, das war das. Ich hatte es fast vergessen, aber jetzt. Gut, dass du mich daran erinnert hast. Angesprochen heute. Weil das. Ja. Naja, gehört leider auch dazu. Gehört auch dazu, natürlich. Sind mal Geschichten, die dann aber auch schnell wieder in Vergessenheit geraten. Ja, nicht ganz so schnell. Wäre heute kein Punkt für mich. Für mich. Aber gehört alles dazu. Pizarev den Ball in die Hacken gespielt. Und alles klar, das war das Derby. Leute, wir wollen positiv, nicht negativ. Von daher, geile Spiele Mitte der 90er. 0-2 gegen Dortmund, dann 2-2. War schon mega und der Anfang von der HSV-Liebe. Quarterback 86. Also viele Geschichten, die auch jetzt mal wieder durch die Jungs hier rausgeholt werden. Schreibt es gerne rein. Schreibt jetzt aktuell eure Fragen rein, die ich mir dann oder die Richie dann gleich beantworten kann. Jetzt gezielt, weil sonst macht es keinen Sinn, weil ich so viel scrollen muss. Wenn ihr sie oben schon gestellt habt, schreibt sie jetzt gerne bitte nochmal, dann gehen wir da drauf ein. Ich würde gerne kurz die Geschichte erzählen, die ich selber erlebt habe. Denn mein Sohn, mein großer Sohn, der heute 30 ist, war circa 2 Jahre alt und somit 28 Jahre her. Es muss dann also die Saison 95 gewesen sein, so roundabout. Das war das Jahr, wo Uli Stein wiederkam, für 2 Jahre Vertrag unterschrieben hatte, glaube ich, wenn ich das alles richtig entnommen habe. Und wir standen und haben natürlich oben immer gewartet und ihr fuhrt natürlich mit den Autos rauf. Und ich habe tatsächlich das Erlebnis gehabt, zuerst fuhr Uli Stein drauf, mit seinem Porsche, auf dem Parkplatz rauf. Und dann kam tatsächlich... Der hatte so einen roten Porsche, ein rotes ganz Porsche genau, Cabrio. Ne? Ganz genau. Und dann fuhr jemand rauf mit einem, müsste ein Fiesta gewesen sein, mit offener Heckklappe. Und da guckte sehr viel Holz hinten raus. Sehr viel Holz hinten raus. Und fuhr dann auf dem Parkplatz. Wir konnten nicht erkennen, wer es war. Und dann war es, genau, Richard Goltz. Also... Uli Stein, Porsche und dann kam Richard Goltz und ich glaube, es war ein Fiesta. War es ein Fiesta damals? Das muss dann der Wagen von meiner jetzigen Frau, also ja, von meiner, die hatte einen Fiesta irgendwann, ja. Und wahrscheinlich habe ich, da war ja am Ochsenzoll stand immer so ein Container, wo man dann mal auch seinen Müll entsorgen konnte. Da habe ich wahrscheinlich irgendwelchen Müll mal von zu Hause mitgebracht. Wahnsinnsnummer, aber es war so ein Erlebnis und dann ging es auf den Platz und unser Luther konnte laufen mit 2. Und ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch schon öfter erlebt hast, aber unser Sohn ist beim Training auf dem Platz gelaufen. Ja. Ja, und das Gelächter war natürlich riesig und ihr Jungs habt auch Spaß daran gehabt. Und dann hat noch irgendein Spieler hat ihn noch wieder zum Mutti gebracht, weil der war so schnell unterwegs und sie traute sich nicht mit auf dem Platz zu laufen, um ihr Kind wiederzuholen. Ja. Also stürmte er den Platz und... ja, so ist es dann auch irgendwo hängen geblieben, aber wie du mit deinem Fiesta raufgefahren bist, kann ich mich heute noch daran erinnern, als wäre es gestern gewesen, unabhängig. Und dann startest du so eine Karriere für deine, oder war ja schon mittendrin, aber das war nochmal eine Welt, Wahnsinnsnummer. Aber ihr wart dabei Benno Möhmann Trainer. Ja. Der hat noch meine Frau angebaggert an dem Tag. Ach was. War nicht ohne. War er denn so ein Typ? Das sagt man ja eigentlich von einem anderen Trainer, an den ich mich jetzt erinnern kann. Ich weiß, klar. Nee, eigentlich überall. Das muss entweder ein Ausrutscher oder Fehlinterpretation. Ich kann es mir fast wirklich nicht vorstellen bei Benno. Ich lasse es mal so stehen. Vielleicht hat er einen charmanten Tag gehabt. Ja, also meine Frau würde es bestätigen, aber es ist nicht mehr wichtig, ist alles Vergangenheit. Dann möchte ich kurz, bevor ich auf die Fragen jetzt eingehe von euch, ach Fanny, du liest heute meine Nachrichten gar nicht vor. Doch, ich versuche alles, aber haut jetzt die Fragen raus. Ich versuche, sie alle rauszupicken. Warum bist du nicht mehr bei Altona 93? Schreibt Christoph Wallum. Ja,
Bist du nicht mehr bei Altona dran? Wäre ja noch eine Geschichte gewesen. Ja, nicht mehr ganz so nicht mehr ganz so nah dran. Ich habe ja im Prinzip 2 Jahre einen sportlichen Leiter gemacht, aber weil das ja echt ein Hobby war, ließ sich das nicht mehr so gut mit meinem Job vereinbaren und ich bin noch mit dabei, aber ich kann nicht jeden Tag zum Training gehen und mich um die Jungs kümmern und das gehört auch in der Regionalliga oder jetzt Oberliga mit dazu, dass man da auch eben immer verfügbar ist und deswegen drücke ich mehr die Daumen und kümmere mich noch so ein bisschen um das eine oder andere, versuche mal einen Sponsor oder so zu akquirieren, aber ich habe nicht die Zeit, da jeden Tag hinzugehen, wenn da was ist und hoffe aber, dass wir früher oder später wieder in der Regionalliga landen. Definitiv. Traditionsclub Altona 93. Mit einem neuen Stadion dann, was wir nutzen können, was ja auch ein großes Thema war, Wochen oder Monate lang. Und wenn es dann mal so weit ist, wird noch ein bisschen dauern. Ja, mal gucken. Sporterbeck 86 haut noch raus. Für welchen Verein schlägt dein Herz eigentlich, Richard? Hast du einen Lieblingsclub? Ja, also ich habe ja am Ende nur 3 Vereine gehabt in meiner Karriere und für 2 habe ich nur gespielt. Hannover zwar in der 2. Mannschaft noch ein paar Spiele gemacht, aber nicht in der Bundesliga. Und letztes Jahr, als der HSV hier gegen Freiburg gespielt hat, musste ich die Frage natürlich auch immer wieder beantworten. Und ich habe es dann mit 50+1 für den HSV beantwortet. Und also es ist natürlich ist das mein Verein. Ich habe es ja vorhin auch schon gesagt. In der Pubertät konditioniert mit allem, was in Hamburg passiert ist und so ist das, kann ich das ganz klar mit HSV beantworten. Tingel 88, danke Opa, dass du mich immer mitgenommen hast. Ja, das ist Liebe. Dann KK, wir gehen gerne kurz darauf ein. Es würde mich interessieren, was Richie zu Tim Walter sagt. Dann hat der Oscar ja vorhin auch schon mal gefragt. Es ist jetzt die aktuelle Zeit. Genau, wie nimmst du heute die Entwicklung vom HSV so ein bisschen wahr? Wie denkst du drüber nach? Ja, natürlich ist es schade. Ich finde, insgesamt ist natürlich eine Wahnsinnsaufbruchstimmung, muss man ja wirklich sagen. Wie viele Leute auch im letzten Jahr so treu zum HSV gegangen sind. Und trotzdem ist natürlich der Nichtaufstieg ist ein Misserfolg, muss man leider auch sagen. Wir waren wieder nah dran, es hat leider nicht geklappt und nehmen wir einen neuen Anlauf, aber ich weiß auch nicht. Also ich könnte jetzt auch nicht sofort sagen, was man anders machen muss. Ich erweitere nochmal die Frage, finde ich nämlich interessant. Und zwar kommt die von, wo war er jetzt? Augenblick. Griegel LP fragt, wie gefällt Richie das Torwartspiel unter Walter und hätte er daran Spaß? Also gerade Heuer Fernandes, ja, Ferro, achtet man ja auch drauf auf seiner Position. Ja, klar. So, das Spiel heute. Ja, wir haben ja schon mal so eine Episode gehabt. Also Christian Tietz war ja der Erste, der das im Prinzip so umgesetzt hat oder angefangen hat. Und das wurde dann im Prinzip ja jetzt wieder neu aufgenommen. Ich frage mich natürlich hier und da, was ist der Nutzen davon? Und bin mir nicht immer sicher, ob das Risiko das wert ist. So klar, es ist jetzt spektakulär, wenn man dann so ein Tor bekommt in so einem entscheidenden Spiel. Es sieht natürlich immer gut aus, aber ich glaube, am Ende bringt es nicht so viel, wie man sich davon erhofft oder auch, hat auch noch nicht so viel, weil am Ende geht es ja viel um Ballbesitz, das stimmt schon, aber gibt auch, also ich finde auch ein gepflegtes Kick and Rush kann man sich auch mal ganz gut angucken. Auf den zweiten Ball gehen, definitiv, ja. Definitiv. Hat man jetzt gerade auch in der ersten Halbzeit gegen Stuttgart gesehen. Da haben sie es dann auch mal praktiziert, dieses Risiko wegzulassen und es hat gut funktioniert in der ersten Halbzeit. Warum man dann zweite Halbzeit da wieder zurückgeht, klein, klein, hinten raus und dann, man sich eigentlich immer wieder selber in Bedrängnis bringt. Das ist ja das, was wir Fans eigentlich dann auch ablehnenderweise in der Form auch nicht verstehen. Diesen gewagten Fußball hinten raus, mit Gewalt immer spielerisch alles lösen zu wollen. Wie du schon sagst, Kick and Rush, mal ein langes Ding. Dafür hat man die Stürmer da vorne, die auch mal behalten können. Ne?
Ja, die Mischung macht es am Ende, ne? Dass man auch ein bisschen flexibler ist und auch mal reagieren kann und auch mal vielleicht mal durchschnauft, wenn man mal unter Druck ist und oder es ist irgendwie ein bisschen wärmer, also dass man auch ein bisschen ja nicht so ausrechenbar ist. Also. Absolut. Richard Kreuz, wieso macht es kein Held aus den 80ern beim HSV? Das verstehe ich nicht, sagt Jörg Mumm. Ja, das ist natürlich auch meine Geschichte. 80er. Ich sag mal, Felix Magath, all die haben ja jetzt auch ein gewisses Alter erreicht, glaube ich, ne, aus den Truppen. Und ich halte da nicht mehr viel von. Ich mag ja junge Trainer heute auch, die wirklich neue Philosophien mit an den Tag legen und versuchen auch, wie ein Nagelsmann, der einen tollen Weg gegangen ist, ja. Und der, glaube ich, ja, sein Weg dann nicht umsonst über Leipzig dann noch zum FC Bayern Ja. führte, wo man sagt, wow, und der ist wirklich jung, der, ich sag mal, vom Alter her Wahnsinnsnummer, eigentlich so junge Trainer, aber es häuft sich ja jetzt mittlerweile immer wieder, dass junge Spieler, man sieht es auch beim FC St. Pauli, der, glaube ich, bei Viktoria Hamburg, glaube Nee, ich, beim ETV war er oder vorher, beim ETV. ETV war er sogar Spielertrainer noch. Spielertrainer, ja. Und ja, also nochmal zurück, ich habe eben, glaube ich, auch gesagt, hier diese Aufbruchsstimmung. Dafür muss man ja schon auch auf der anderen Seite sagen, haben ja Tim Walter und auch Jonas Bolt mehr oder weniger gesorgt. So diese positive Atmosphäre muss man schon nutzen und jetzt vielleicht auch mal drüber nachdenken, ob man nicht am Spielsystem noch ein bisschen justiert. Und natürlich gehören auch dann Spieler dazu, die das umsetzen können. Also ja, jetzt, also was jetzt totaler Blödsinn wäre, irgendwie jetzt wieder alles komplett über den Haufen zu werfen. Also man muss sich die Zeit nehmen und auch ja, die Muße mal zu gucken, können wir nicht vielleicht doch, also irgendwas muss ja anders gemacht werden, Korrekt. damit es dann besser wird. Aber jetzt nicht radikaler Systemwechsel, würde ich jetzt auch sagen. Dafür hat man 2 Jahre Zeit investiert und das ist ja auch eine Stärke, wenn man bereit ist, sich auch zu ändern. Und das traue ich sowohl, also traue ich Tim Walter in jedem Fall zu. Also er wirkt ja immer sehr super emotional. Das ist er ja auch beim Spiel, aber ich glaube, dass er auch, dass da auch, also dass das nicht nur Bauch ist, sondern auch Kopf bei ihm. Absolut, absolut. Bin ich 100% bei dir. Mit wem hattest du in der HSV-Zeit das beste Verhältnis? Fragt Quarterback. Also angefangen habe ich ja in der A-Jugend, da kam auch Carsten Kober, die Grätsche, Die Master of Grätsche. Grätsche, Ja. zum HSV. Der hat dann nicht in Norderstedt gewohnt, in dem Internat, sondern weil er aus Lübeck kam. Oder Bad Schwartau ist ja der Heimschläfer gewesen. Aber mit dem habe ich natürlich viel Zeit verbracht. Wir haben am Anfang, die ersten 2 Jahre, haben wir in Norderstedt auch zusammen gewohnt in einem in so einem Mehrfamilienhaus. Ich und nee, er unter mir, er im Erdgeschoss, glaube ich, und ich einen drüber. Also dadurch sind wir auch viel mit dem Auto zum Training zusammengefahren, haben U23 oder U21 unter Berti Fuchs damals zusammengespielt. Also haben da viele Jahre und viel Zeit miteinander verbracht. Und ja, dann Stefan Schnurr zum Beispiel ist auch so Ist aus der auch gerade genannt worden, Generation, ja. genau, weil der So auch schon eine nach dem Typen. gefragt Ja, wurde. genau. Den treffe ich auch immer mal. Also natürlich die, vor allen Dingen die auch jetzt irgendwie in Hamburg wieder oder immer noch gelandet sind, die trifft man dann hier und da mal. Die Traditionsmannschaft oder beim HSV heißt sie jetzt, früher hieß sie Altliga, ein fürchterlicher Genau, Name, ja, da absolut. kommt man sich schon echt alt Schlecht vor. dran gewöhnt, ja. Aber das Thema ist jetzt wieder neu belebt unter Jürgen Alert, der das super macht und da auch echt mit viel Herzblut Spieler organisiert und Mannschaftsabend und so. Und da kommen ja auch Leute aus Generationen zusammen, die kenne ich auch nur aus dem Fernsehen so ungefähr. Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Also das macht Spaß und das zeigt einfach auch, was der Verein einfach, was der für eine Tradition hat und was dahinter steckt. Das merkt man dann an solchen Abenden nochmal besonders. 100%, ja. Und das ist schön und das freut mich extrem, dass der HSV da sich das jetzt in den letzten Jahren wieder auf die Fahne geschrieben hat, auch die Tradition zu pflegen, auch aktiv das in die Hand zu nehmen. Und ich merke auch, wie es im Stadion ist. Da guckt man ja auch, dass man eben den einen oder anderen alten Spieler oder ehemaligen Spieler auch im Stadion und die Leute freuen sich auch eben,
Leute aus vergangenen Zeiten zu sehen und ein Selfie zu machen. Also das gehört einfach dazu und das macht auch einfach Spaß. Absolut. Eine schöne Frage gerade von The Freakolix. Wie war's mit dem Ivan? Gibt es da lustige Stories? Ja, super lustig. Ivan war ja auch wahnsinnig eigentlich, weil das kam ja aus Österreich und hat in seinem ersten Spiel, ich weiß nicht nach wie vielen Minuten gefühlt, erste Minute, einen Ball an der Mittellinie gekriegt, losgetankt, also mit seiner wahnsinnigen Dynamik sich durchgetankt und das Ding dann, ich glaube, mit der Pike im Winkel geknallt. In seinem ersten Spiel hat er natürlich einen Wahnsinns-Auftakt gehabt und konnte das leider dann über die Zeit nicht in jedem Spiel bestätigen, aber war er auch jemand, der so viel Herzblut reingelegt hat und solche Halsschlagader. Ja, absolut. Und auch, wir haben auch viel Zeit verbracht, war auch jemand, der auch ein kleines Firebeast, also wir haben schöne Stunden verbracht, wir haben zu der Zeit sind wir auch viel mit dem Bus gefahren und dann gehörte er auch zu der Gruppe, die hinten dann in der Ecke Karten gespielt hat und da haben wir echt lustige Stunden verbracht. Erleichter, probiert es mal, Fadi. Ich habe von Richie ein rieses Van-Foto in meinem Schlafzimmer. Sag ihm das mal. Im Schlafzimmer? Oh, das tut mir leid. Ich hoffe, ein Starschnitt, ne? Oder? Ja. Was auch immer. Ich hab's vorgelesen. Servus, bin leidenschaftlicher Bayern München-Fan. Hätte es euch den Aufstieg gegönnt. Ja, ist Vergangenheit schon wieder. Wir schauen nach vorne. Wie ist dein Verhältnis zu Felix Magath heute? Liebe Grüße aus Köln von Treuships, TrueShips XXX. Ja, eigentlich ganz normal oder gut. Also wenn man sich sieht und das kommt ja immer mal vor, plaudern wir über alte Zeiten. Und also Felix ist ja jetzt auch keiner, der ist ja auch eher ein zurückhaltender Mensch, aber hat einen besonderen Humor. Das macht dann auch Spaß. Ah, also okay. Da kommen dann schon immer mal ein paar ganz gute Sprüche von ihm. An dieser Stelle, schaut euch die Dokumentation an, 40 Jahre Athen. Ja. Hast du sie gesehen? Nee, noch nicht. Oh. Nicht. Ich weiß aber noch ganz genau, wie ich damals in Berlin mit dem Fahrrad aus dem Strandbad Lübars nach Hause gefahren bin, um das Spiel zu sehen. Ah, und okay. Ja, das war cool. Geschichte. Ja. Jeder kennt's. 1-0 lang manchmal. Ja. Auch gegen Turin. Definitiv. Geile Geschichte. Ist Walter denn der richtige Trainer für dich, Richie? Sagt Christoph Wallo. Der stellt immer interessante Fragen. Ja, ich meine, er hat sich ja natürlich auch weiter hinaus gelehnt und hat ja die ganze Saison über gesagt, wir steigen auf. Das hat jetzt nicht geklappt. Ich finde es ja grundsätzlich gut, weil Profifußball ist auch ganz viel Kopfsache und du musst den Kopf bearbeiten, der Spieler. Da musst du als Trainer vorne weggehen. Es kann dann passieren, dass es dir vor die Füße fällt. Ja gut, dann muss man halt nochmal, steht man wieder auf, so und fängt wieder neu an. Also ich denke schon, dass es sinnvoll ist, natürlich an den kleinen Schrauben zu drehen, aber einen neuen Anlauf zu nehmen. Auch Christoph, hallo. Ist eine Frage, ist berechtigt. Ich stelle sie, wie findest du es, dass die ganzen HSV-Legenden immer in der Öffentlichkeit draufhauen und meinen, alles besser zu wissen? Ja, das kann ich gar nicht so, habe ich jetzt so nicht verfolgt oder ich gucke jetzt auch nicht jeden Tag, was alles so steht. Aber natürlich, ja, ist es, ich will nicht sagen, gehört dazu, aber natürlich werden ja Leute wie, ich weiß jetzt gar nicht, wen er konkret meint, aber wenn zum Beispiel Van der Vaart oder also, die werden ja auch gerne mal gefragt und dann gibt es vielleicht auch mal den einen oder anderen Satz, wo der Kontext vielleicht auch, wo es vielleicht gar nicht so gemeint ist, aber das ist jetzt auch kein HSV-spezifisches Thema, das hast du in jedem großen Verein, dass immer die ehemaligen Spieler gefragt werden und dann hast du so viele ehemalige Spieler, dass auch viele unterschiedliche Meinungen kommen und dann ist immer mal einer dabei, der auch ein bisschen am Meckern ist. Absolut. Die Frage, was war dein emotionalstes Spiel beim HSV? Wir haben vorhin über den Elfmeter gesprochen, aber war es das 2-1 zu Hause gegen Bayern?
Ja. Vielleicht, wo Uwe Jänig ihn in der 90. Minute reinknallt. Das gehört auf jeden Fall in die Top 3. Da haben wir lange 1-0 zurückgelegen. Schnee und Eis und so. Das war ganz fürchterlich zu spielen. War wirklich unangenehm. Und dann kommt Uwe Jänig, der auch gerade aus Dresden kam und macht mal schnell 2 Tore. Das war super. Ja. Das gehört dazu. Aber noch emotionaler war mit Felix Magath, wo wir am letzten Spieltag in Frankfurt den UEFA Cup sicher Platz gesichert haben mit, ich glaube, haben 1-0 zurückgelegen, wenn ich mich richtig erinnere, und haben am Ende 4-1 gewonnen. Und eine Riesensause dann noch auf dem Flughafen und mit Polonaise und all so einem Kram. Weltklasse. War lustig. Weltklasse. Erinnert man sich, glaube ich, immer wieder gerne dran. Ja, ja. Emotional. Klar. Ja, absolut. Absolut klasse. Moin, Herr Golz. Ihr Sohn macht auch einen Riesenjob. Hummel, Hummel, Moos, Moos, sagt Ricardo Cardoso. Wäre auch ein Thema für mich heute gewesen. Der Sohnemann Jakob. Rot-Weiß Essen. Ja. Spannend zu sehen. Ich fahre auch relativ viel hin und gucke mir die Spiele an. Letztes Wochenende war ja Finaltag mit allen Finals in den Landesverbänden. RWE hat gegen RWO, auch so ein Klassiker, 2-0 gewonnen. Das heißt, RWE ist jetzt im Pokal. Und ich habe jetzt schon mal so überlegt, welches Los ich mir denn wünsche für die erste Runde. Und da könnten ein paar spannende Spiele kommen. Also ja, ist natürlich irgendwie toll, das zu sehen. Ist schon was Besonderes. Ich habe gesehen, Transfermarkt 200.000 Euro Marktwert aktuell. Ja. Aber du bist für 250.000 Euro, glaube ich, weggegangen damals nach Freiburg. Ja, irgendwas so in dem, ich glaube, 600.000 D-Mark oder irgendwas. Das sind Parallelen. Okay. Ja, ist ein Wahnsinn. Es war aber auch eine andere Währung zum Beispiel. Das stimmt auch. Das stimmt auch. Ja, also. Der macht seinen Weg und hat da auch jetzt echt seinen Platz gefunden. Ist auch ein cooler Verein, auch ein bisschen irre, aber in der dritten Liga 18.000 Leute, also mehr gehen nicht rein. Ne? Ja, also, das ist auch so ein, ja, wie man so schön sagt, Traditionsverein. Totaler und Support, ja. Schlafender Riese. Mal gucken, wohin der Weg noch führt mit RWE und für Jakob. Ah, ich finde erstmal. Finde ich immer Wahnsinn, wenn irgendwo jetzt die Söhne irgendwo von den großen Bundesligaspielern dann irgendwo auftauchen. Die wenigsten schaffen es dann ja am Ende. Ja, ist auch nicht einfach. Also du wirst ja immer mit deinem Vater irgendwie konfrontiert und verglichen möglicherweise. Zumindest bei den Älteren, die Väter noch kennen. Aber das, ja, manchmal gibt es dann auch Erwartungen, die Jungs, wo es einfach auch Blödsinn ist. Also da irgendwas rein zu transportieren. Aber nö, er macht das wirklich gut und macht Spaß, das zu sehen. Hat er mehr Talent? Ja, deutlich. Deutlich? Ja, mehr. Ja, also da siehst du jetzt, er ist in Freiburg geboren, dann sind wir nach Hamburg wieder zurück und dann hat er ja auch beim HSV im Nachwuchsleistungszentrum seit der U12 gespielt, bis einschließlich zweite Mannschaft, also im Prinzip fast 10 Jahre. Und hat natürlich eine Top-Ausbildung, alle Techniken, die du brauchst. Und damit kann ich nicht dienen. Konnte ich nicht dienen. Aber Talent alleine langt ja auch nicht, ja, um heute reinzukommen. Er hat den Ehrgeiz von seiner Mutter dann geerbt. Also die Mischung ist super. Jetzt kommen wir nämlich genau zu den Punkten, die auch nicht ganz unwichtig sind. Ich glaube, der Ehrgeiz und der Wille, der, glaube ich, auch nicht ganz unwichtig ist, um dann irgendwann vielleicht mal reinzukommen. Ja. Ja, am Ende ist es ja die Mentalität. Man spricht ja mal von Mentalitätsspielern, aber es gibt so viele talentierte Spieler, ohne Frage. Also wir bilden ja die aus in jedem Verein. Hast du am Ende jeder Saison kommen im Prinzip fast 20 Spieler raus. Die können nicht alle im Profifußball landen, aber die meisten sind einfach auch gute Kicker. Und da macht dann der Kopf natürlich den Unterschied. Du musst ein bisschen Glück haben auch, musst einen Mentor haben vielleicht, der im richtigen Moment dann auch sagt, ich sehe da was. Bei Jakob war es ähnlich, Christian Titz, der ihn beim HSV in der Jugend trainiert hat und in der zweiten Mannschaft, der hat ihn nach Essen geholt und hat da was gesehen. Und solche Momente sind wichtig. Du musst dann natürlich auch liefern, wenn du dann dran bist, aber also ich glaube schon, dass
Ja, dass du auch ein bisschen Glück gehört schon auch zu so einer Karriere. Definitiv. Wenn du ein Absolut. Topstar bist und so ein Messi, dann ist es egal fast. Da wird es immer was. Aber bei vielen sind es manchmal nur Kleinigkeiten. Meine ganz persönliche Frage. Oftmals jetzt auch Sommer zum FC Bayern gegangen. Also wenn heute etablierte Torhüter, gerade der FC Bayern, wenn die rufen oder ein Angebot aus, dann überlegen Torhüter oft oder Spieler oftmals nicht, in Deutschland zumindest nicht, wenn man einmal zum FC Bayern gehen kann. Es ist eine schöne Geschichte. Aber ich habe bei vielen Torhütern nicht verstanden, die sind im besten Alter und setzen sich einfach auf die Bank hinter Neuer, so um dann einfach nur ein Teil dessen zu sein. Was hältst du von dieser, für mich eine kuriose Eigenart? Da man den Titel mit, auch wenn man nie gespielt hat, liest sich nachher gut, aber am Ende will doch jeder Fußball spielen. Ja. Und am Wochenende auch auf dem Platz stehen, oder? Verstehst du solche Ja, Entscheidungen? also da gibt es ja zwei Sachen oder zwei Fälle, die einem sofort einfallen. Das eine ist der Nübel, der eigentlich von einer großen Karriere stand und dann freiwillig zu den Bayern geht, was sicherlich auch jetzt finanziell interessant ist, aber da war ja klar, dass es für seine sportliche Entwicklung nicht das Beste ist. Und hat dann jetzt in Frankreich auch Höhen und Tiefen. Also ich glaube, wenn er bei Schalke geblieben wäre, noch 2 Jahre, oder hätte er auch zum HSV gehen können, wo auch immer, wenn er in Deutschland regelmäßig gespielt hätte, in einem Umfeld, was ihm gut tut, wo er auch einfach geschätzt wird, und dann wäre das der neue Nationaltorwart geworden, da bin ich ganz sicher. Und klar, an Manuel Neuer wäre er jetzt trotzdem noch nicht vorbeigekommen, aber er wäre sportlich, hätte einen anderen Wert. Und ja, bei Sven Ulreich kann man es vielleicht sogar nachvollziehen. Er war in Stuttgart, hat da gespielt, war auch immer mal so ein bisschen umstritten, mal so und mal so. Und war natürlich dann für ihn, glaube ich, hat er alles richtig gemacht, weil dann kam er wieder zum HSV nochmal. Und War nicht ganz glücklich, der das war nicht Auftritt. ganz glücklich. Also es gibt so Positionen, die sind wie gemacht. Und in dem Fall würde ich sagen, finanziell das Beste draus gemacht, ein paar Titel gewonnen und ja auch immer mal gespielt, wenn es dann Not am Mann ist. Aber klar, so richtig glücklich macht dich das von der sportlichen Seite nicht. Wenn du aber schon Ende 20 bist und auch schon eine Karriere hattest, ist das nachvollziehbar. Aber bei Nübel schüttel ich heute noch mit dem Kopf, muss man wirklich sagen. Absolut. Kommt hier auch noch mal, wann spielt Jakob im Volkspark? Fragt der Frikolix. Ja, erste Ja. Runde, DFB-Pokal. Weltklasse, ja. Haben wir Ja. gerade drüber gesprochen. Oder Freiburg. Ja. Zweites wunschlos, ne? Eins Ja. von den beiden wäre schon ein Highlight, glaube ich, wenn er gegen deinen alten Verein, einen von den beiden, dann auch am Ende mal im Ja, es DFB-Pokal geht ja spielen nicht um dürfte. mich. Also soll, er soll Nein, ja, aber er für soll ja dich, ja. Pokalsieger werden, dann vielleicht Natürlich. im Finale gegen den HSV. Joachim Franke fragt oder sagt, ich durfte mal Hermann Rieder kennenlernen und habe mich bestimmt 2 Stunden mit ihm unterhalten. Ein ganz toller Mensch. Herr Goltz, wie war er in Ihrer Erinnerung? Hermann ist ja sogar mein Trauzeuge gewesen, als ich Oh. 1993 meine Frau geheiratet habe. Wir sind ja auch noch verheiratet, war ein gutes Omen, er hat das gut gemacht, der liebe Hermann. Absolut. Und ja, der war, also Masseur, das passt überhaupt nicht, also weil der war alles. Der war im Prinzip die gute Seele des HSV. Der hat rund um die Uhr gearbeitet und er hat ja nebenbei hat er auch noch andere Leute, Freunde, die sind auch immer noch gekommen. Also der hat, ich weiß nicht, woher er die Energie hatte und so ein großes Herz. Ja, das war, also wenn man in der Zeit vom HSV gesprochen hat, dann hat man eigentlich von Hermann gesprochen. Neben dem, alles, was nicht sportlich war, war Hermann. Ursprünglich aus Bayern stammt, ne? Ja, War das ja hat so man auch sofort Urbayer, gehört. ne? Ja, Burschi. absolut. Super Typ. Ich glaube, den wird man in Hamburg nie vergessen. Nee, das stimmt. Hermann, Das stimmt. treue Riege und Co. Also Ja. selbst Fanclubs hier in Ja. der Form. Ja, Hermann hat den Status, den hier, glaube ich, in Hamburg kein weiterer mehr erlangen wird. Ja, Also mir kann fällt man, ja, spontan keiner mehr ein. kann man so sagen. So. Du trinkst ein bisschen wenig, glaube ich, ne? Ehrlich? Ja, musst du mal ein bisschen ölen. Und ich muss mal eins sagen, wie drahtig Richard Goltz noch aussieht. Körperlich, durchtrainiert, Waschbrettbauch. Wahnsinnsnummer, wie ich ihn vorhin empfangen durfte. Ich dachte, Nee, Alto Belli.
Ich kenne ganz andere Körper ehemaliger Spieler. Ja, aber Waschbrett weit entfernt von Waschbrett. Ja, gut, gut, gut. Ich lasse das mal so stehen, ja. Aber ich sage wirklich, exzellenter Eindruck, absolut. Die geilsten Spiele waren gegen Bremen, das mag sein, 4-1, zweimal Behrens, zweimal Brazzo. Ich suche gerade die Fragen, ich liebe diesen Finaltag der Amateure. Moin zusammen aus Hannover. Ja, auch kann ich auch bestätigen, also das ist der Knaller. Finaltag der Amateure ist, also wobei man ja Amateure ist, stimmt ja nicht ganz. Ne? Also es sind natürlich die Landeswettbewerbe, aber das da, also gibt nicht viele Sachen, die der DFB richtig toll gemacht hat, aber das ist eine super Einrichtung. Moin zusammen aus Hannover, auch hier hat man Richie nicht vergessen, von Billy Blanco. Super lieb. Cooler Verein. Also ich wusste zu dem Zeitpunkt damals gar nicht, dass es auch ja so eine Art Freundschaft gibt zwischen den Vereinen. Und das ist ein toller Verein. Also auch super Rückhalt in der Stadt. Die lieben alle die 96er und auch ein Jammer. Also das wär mal eine Maßnahme. 96 und der HSV nächstes Jahr. Ja, absolut. Aber absolut. Gut. Welche Gegner sind aus deiner Sicht nächste Saison die stärksten Konkurrenten des HSV? Ja, also Schalke muss man natürlich sehen. St. Pauli ist ja echt, hat sich extrem entwickelt. Das Derby, da hätte ich jetzt auch nicht am Anfang geglaubt, kurz vor der Halbzeit, dass wir das noch gewinnen. Bei Hertha muss man abwarten. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass die sowas werden wie die neuen jungen Wilden, wie damals in Stuttgart. Die haben kein Geld. Ich weiß gar nicht, was heute rausgekommen ist. Da gab es heute die Lizenzfrage. Ja, genau. Ja. Also wenn sie eine Lizenz kriegen, haben sie sicherlich eine sehr junge Mannschaft mit einigen Spielern aus der eigenen Akademie. Und das könnte eine Chance sein, dass die dann über so eine Mentalitätsgeschichte und dann über Identität kommen. Ansonsten, ja, wie gesagt, Hannover könnte. Bei Hannover habe ich auch langsam ein bisschen den Glauben aufgegeben. Düsseldorf. Ja, vielleicht. Also auch dieses Jahr oder nächste Saison wird es wieder die beste zweite Liga absolut. Aller Zeiten. Absolut. Spannend in jedem Fall, interessant. Aber ja, schön wäre es dann, wenn wir dann mal rauskommen würden. Du hast mal in den Medien gesagt, Derby-Siege sind die schönsten. Ja, definitiv. Also so, du merkst ja die Woche über schon, wie die Spannung steigt überall bei allen Leuten. Gehst zum Bäcker, kaufst Brötchen und der eine ist HSV-Fan, der andere St. Pauli-Fan. Und das macht Spaß und die schönsten Spiele sind dann auch, also wir hatten mal so eine Situation, wo dann auch die Mannschaften, ich glaube, das ging dann unentschieden aus und es war dann auch so als Zeichen für die Zuschauer, standen HSV und St. Pauli zusammen und ich finde es halt schade, wenn das so eskaliert und du ins Stadion fährst und du siehst mehr Polizisten als alles andere. Ja. Rivalität ist toll, wenn wir vor den anderen sind, aber es muss auch irgendwo die Grenze sein und schade finde ich auch, dass zum Beispiel die zweiten Mannschaften spielen ja in der Regionalliga gegeneinander und als ich in der Zeit auch da Trainer war, haben wir Spiele gehabt am Millerntor gegen St. Pauli 2. Da waren dann 5000 Leute und das war ein echtes Spektakel und das ist auch wichtig für die jungen Spieler. Absolut. In so einer Atmosphäre auch mal zu spielen. Und das gibt es jetzt alles leider nicht mehr aus Sicherheitsgründen. Jetzt werden die Spiele zeitgleich mit dem anderen Derby angesetzt und das braucht kein Mensch. Traurig. Das ist schade. Das ist wirklich schade. Absolut, absolut traurig. Eine schöne, interessante Frage von Quarterback 86. Gibt es irgendetwas, was du anders machen würdest in deiner Karriere, wenn du zurückschaust? Das ist eine schöne Geschichte. Ja, klar könnte man sagen, ich hätte noch professioneller sein können, hier und da. Andererseits habe ich bis 39 gespielt, also irgendwie, was das Thema betrifft, habe ich das Beste aus dem Körper rausgeholt. Klar wünscht man sich, weiß ich gar nicht, was ich mir gewünscht hätte. Also ich glaube, dass die Entscheidungen, die ich getroffen habe, die waren eigentlich alle ganz gut. Beim HSV zu bleiben, ich war froh, dass ich nicht so alle zwei Jahre woanders hingegangen bin, habe mich sehr wohl gefühlt beim HSV. Dann war es aber irgendwann Zeit zu gehen und dann in Freiburg zu spielen. 8 Jahre war auch super und wieder nach Hamburg zu kommen. Also am Ende, klar, wünscht man sich vielleicht den einen oder anderen Fehler weniger, aber die gehören zum Fußball dazu. Wenn der Torwart einen macht, ist er drin.
Kennen wir alle ja, selber. Der Stürmer darf stets und ständig. Ist halt auch so. Absolut. Hast du, Billy Blanco, hast du noch Erinnerungen an die gemeinsame Zeit mit Robert Enke bei 96? Ja, klar. Feiner Kerl. Immer, im Nachhinein kann man ja immer sagen, okay, ja, war ja klar. Also natürlich hat es keiner gewusst oder vielleicht nur ein oder zwei Spieler. Er war schon jemand, der ein bisschen ruhiger war, hatte aber auch einen Humor. Du konntest mit dem super gut lachen und wir hatten da zu der Zeit auch eine tolle Kameradschaft in Hannover. Wir haben ganz oft mittags zusammengesessen mit der halben Mannschaft beim Italiener, irgendwie eine Pizza gegessen. Also das war eine Top-Zeit und da hat er auch großen Anteil gehabt. Er war Kapitän, hat sich auch super um die Mannschaft gekümmert. Also da kriege ich heute noch Gänsehaut. Absolut, absolut. Aber schöne Frage gewesen. Auch unvergessen, Robert Enke. Definitiv. Was meinst du, Richie? Was fehlt dem HSV und es in der nächsten Saison komplett zu machen, vorzeitig? Ja, was fehlt dem HSV? Ja, ich glaube, da können wir alle immer fachsimpeln. Das ist eine generelle Frage, glaube ich. Es ist, glaube ich, immer eine Frage der Qualität, die du auf den Platz bringst. Und natürlich auch der Wille. Der Wille der Spieler, kontinuierlich. Ja. Hart an sich zu arbeiten, aber ich sag mal, Erfolg kann man sich nicht basteln. Das ist einfach so. Da muss auch eine Mannschaft wachsen. Wenn jedes Jahr, glaube ich, immer wieder, ihr habt sehr oft, sehr lange, wenn man sich die Kader bei euch anschaut, habt ihr teilweise sehr lange mit einem großen Kollektiv über Jahre gespielt. Ja, da sind sicherlich immer punktuelle Veränderungen. Heute wird eine halbe Truppe auseinandergerissen, es kommen wieder neue hinzu und man fängt wieder bei Null an, wenn man an einem System arbeitet, das sie auch verstehen müssen. Ja, also ich glaube, auch wenn man jetzt auf die bisher jetzige Mannschaft guckt, die ja auch in der letzten Saison ganz oft Spiele zum Ende noch entschieden hat und so, also so, oder Spiele gedreht hat, so, ich glaube, von der Mentalität her ist das ein guter Haufen. Am Ende sagt man ja nicht umsonst, der Sturm holt die Leute ins Stadion und die Abwehr gewinnt die Meisterschaften. Also hinten ein bisschen stabiler. Klar kann man auch sagen, Vuskovic tut dann schon weh, dass er auch nicht zur Verfügung stand oder lange nicht zur Verfügung stand. Also ja, ich glaube hinten ein bisschen stabiler, weil am Ende sind es ein, zwei Unentschieden vielleicht zu Hause. Korrekt. Oder ein Sieg. Ein Sieg hätte gelangt gegen Magdeburg. Genau. Synchron das Ding. Ja, da sprechen wir, glaube ich, eine Sprache. Ein Sieg. Aber so knapp ist dann halt auch die zweite Liga. Super stark. Ja. Macht Laune. Gut, ich hätte gerne darauf verzichtet dieses Jahr. Christoph Wallo, Gregor Kobel ist aktuell der beste deutsche Torhüter. Der wird die neue Nummer 1 bei Bayern, denke ich. Beste deutschsprachige Torwart, ja, genau. ist beeindruckend. Kumpel ist Schweizer, Mignon. Ja. Schreibt auch Tobias hier gerade, ja. Der ist Schweizer, aber auch stark. Dortmund so dicht dran. Ich meine, da kann man nachempfinden. Ne? Toller Trainer, junger Trainer. Und dann so dicht dran im letzten Spieltag. Ich glaube, du kannst es vielleicht ein bisschen nachempfinden. Was geht da in einem? Wir hatten auch mal so eine Situation. Da war Andi Möller, glaube ich, noch bei Borussia Dortmund. Da haben wir mit dem HSV am letzten Spieltag in Dortmund gespielt. Die mussten gewinnen, um Meister zu werden. Und da haben sie es auch geschafft. War auch eine enge Kiste. Ich glaube, es ging 2-1 aus. Aber also da merkst du schon, was da für eine Last auf den Spielern liegt. Und ich wundere mich jetzt im Nachhinein, dass die Bayern das eigentlich ja schon abgeschenkt haben. Weil sonst hätten sie ja nicht schon bekannt gegeben, dass sie Bratzo und Kahn rausschmeißen. Correct. Und so solche Dinge machst du ja nicht, wenn du eigentlich Meister wirst. Die haben, glaube ich, selber gar nicht mehr dran geglaubt. Ja. Und also für Dortmunder könnte das, ich fürchte fast, dass es traumatisch ist, dass es die richtig zurückwirft und dass die nächstes Jahr nicht angreifen. Jetzt haben sie Bellingham heute verkauft zu Real Madrid. Da musst du auch erstmal nachlegen. Guerrero geht vielleicht auch zu den Bayern. Die müssen jetzt aufpassen, dass sie nicht einen Knick kriegen. Oh ja. Sonst muss Rasenball irgendwie die Kohlen aus dem Feuer holen. Absolut. Meine ganz andere Geschichte. Exil Mecklenburger fragt: Hamburg oder Berlin? Schöner, Herr Golz. Nicht nur auf das Zentrum bezogen. Ist Hamburg oder Berlin schöner? Hamburg oder Berlin? Ich bin mit
17 nach Hamburg gekommen und habe so gedacht, das ist meine Stadt. Also habe mich vom ersten Moment hier wohlgefühlt. Hatte jetzt ja zwischendurch von 2013 bis 2015 war ich bei Hertha Torwarttrainer, habe da auch dann gelebt. Ich bin gerne in Berlin, aber ich bin lieber in Hamburg. Also Hamburg ist mir näher von der Mentalität her. Berlin ist ein bisschen rotzig hier und da. Ist cool, aber ich bin lieber in Hamburg. Wobei, was ich geil finde in Berlin, wenn du da mit Lockenwickler morgens zum Friseur, zum Bäcker gehst, interessiert das keine Sau. Machst du es in Hamburg, drehen sich alle um. Es ist definitiv In Berlin wird es ein neuer Style irgendwie. Korrekt. In Hamburg, ja. Und gerade mal 250 Kilometer entfernt. Ja, also ist wirklich klar. So unterschiedlich können auch Aber Städte Berlin sein. Ist, muss ich ja als Berliner, als geborener Berliner auch sagen, ist für mich nach wie vor sind es noch zwei Städte. Also es ist schon sehr unterschiedlich. Also du merkst sofort, ob du im ehemaligen Westen oder Osten bist. Beides ist cool. So, die ehemaligen Westberliner gucken immer ein bisschen neidisch, wenn ich so die Generation meiner Eltern höre, die sagen immer, oh, vergiss den Osten und so, hier Charlottenburg ist ja viel besser und so. Also da ist schon auch noch ein bisschen Grenze im Kopf, aber alles, was da natürlich neu gebaut wurde und wenn ich alleine das Regierungsviertel und so, das ist alles schon beeindruckend und ist schon eine coole Stadt. Wenn ich es mir aussuchen kann, dann bleibe ich aber in Hamburg. Stark. Auch eine interessante Geschichte. Super, ihr lasst euch super viel einfallen. Richie Goltz, wie ist das Gefühl, aus einem Sportlerleben auszusteigen und wie schwer war es, sich ein anderes Standbein aufzubauen? Ja, gute, sehr gute Frage. Hat auch eine körperliche Komponente. Also du bist ja echt Adrenalin-Junkie, ne? Muss man ja wirklich sagen. Also jetzt mal weg vom Körperlichen, dass du auch aufpassen musst und ein bisschen abtrainierst, dass du nicht irgendwie mal zusammenklappst. Aber du bist ja im Grunde darauf gepolt, jedes Wochenende einen maximalen Adrenalinstoß zu kriegen und da hast du am Anfang echt ein bisschen Entzugserscheinungen. So, ne? Das glaube ich. Oh ja, das glaube ich. So, du merkst schon, wie der Körper das so ein bisschen dann mit der Zeit handelt, aber am Anfang fehlt dir natürlich extrem was und man muss auch ehrlich sagen, alles was danach kommt, ist kein Spiel mehr, weil Fußball ist ein Spiel, das machst du, weil du Spaß dran hast, weil du das als Kind schon gespielt hast und bist zum Training gegangen. Natürlich war das unter Felix Magath unter anderem auch harte Arbeit, ja. Aber es ist auch trotzdem immer ein Spiel gewesen und irgendwann darfst du halt nicht mehr spielen und machst jetzt nur seriöse Sachen. Kann auch Spaß machen, aber alles was nach dem Fußball kommt, ist anders. Und Fußball ist besser. Ist besser? Ja, klar. Stark. Leider ist es immer der kurzen Karriere geschuldet. Irgendwann ist für alle Schluss. Leider immer viel zu früh, aber irgendwie auch verständlich. Klar, der Körper leidet doch schon, glaube ich. Ja, gerade Torwart. Nur am Fliegen. Also man hat ja mit den Knien. Hast du heute Sorgen mit den Knien? Oder? Es geht. Also ich habe jetzt vor 3 Monaten, das habe ich mal so, musste ich den rechten Meniskus mal machen lassen. Also Innen- und Außenmeniskus. Da waren so ein paar Altschäden dabei, aber auch so was aktuell ist. Das war jetzt, also ich habe keinen Kreuzbandriss gehabt, keine Bänderrisse oder so. Ich bin eigentlich auch nicht, ne? Ja. Ich weiß nicht, wo die Kreuzbänder herkommen. Einmal aufgetreten so, und dann war wieder gut. Ich bin ganz gut durchgekommen, habe nur eine schwere Verletzung gehabt oder zwei. Einmal so eine Schambeinentzündung, die kam, aber die war eher das Resultat von einem Sehnenabriss am Oberschenkel. Das war aber zum Ende hin, also so nach so Mitte 30, dann ja, hast du gemerkt, okay, bist nicht mehr ganz so flexibel. Ja klar, bleibt ja auch nicht aus. Aber insgesamt geht es mir gut, habe keine Schmerzen, keine großen Schmerzen, wenn ich aufstehe und ja, bin ganz zufrieden eigentlich. Weltklasse. Und so soll es sein dann am Ende. Ne? Aber du tust halt auch, wie du schon sagtest, eine Menge dafür. Ne? Du musst immer never stop a running system. Absolut. Aber wenn halt irgendwo Verschleiß ist und kein Knorpel mehr da ist, dann kannst du den auch nicht weg oder wieder zurücklaufen oder so. Also ich habe auch ein bisschen Glück gehabt. Ja, braucht man auch, glaube ich, im Fußball. Stable haut mal ganz kurz eine raus. Frage an Richard Goltz. Tipp fürs Champions League Finale, City oder Inter? City. City. Safe. Ja. Unterschreibe ich.
So, Frage. Meiner einer 72 Frage. Sind junge Spieler heutzutage eher satt mit dem zufrieden, was sie schon erreicht haben? Viele junge Spieler verdienen eine Menge Geld, fühlen sich als Star, sind aber gar keine. Ja, der letzte Satz stimmt natürlich, sind keine. Die werden natürlich auch in, die bewegen sich auch in einem Umfeld, was es ihnen auch selber schwer macht, da ja auch irgendwie die richtige Balance zu finden. Da sind auch die Vereine dran schuld natürlich. Du versuchst eben die besten Talente zu kriegen und die puderst du, bis der Arzt kommt. Und das kann man auch jetzt mal auf die gesamte Gesellschaft erweitern. Ich finde so, die Kindererziehung ist ja auch irgendwie anders geworden. Ne? Da trauen sich ja die meisten Eltern auch keine Konflikte mehr auszutragen. Stichwort Helikoptereltern. Mhm, korrekt. Und die Spieler sind auch das Produkt davon. Also ist nicht nur der Fußball dran schuld, aber ich würde mir auch wünschen, dass der ein oder andere ein bisschen geerdeter ist. Aber ja, mit Social Media kommt noch dazu und so. Das geht ganz schnell, da bist du auch halt, bewegst dich in einer anderen Welt. Korrekt. Leider. Ja. Zeuge Jeboa, sagt Richie, erzähl doch mal vom Medizinballtraining mit Felix. Ich glaube, alle kennen es oder alle wissen es, aber wenn man selber dann erlebt hat, oder war er gar nicht so schlimm? Ja, man gewöhnt sich ja dran, du weißt irgendwann, was dich erwartet, aber also mit Felix habe ich schon eine besondere Beziehung. Er war noch Co-Trainer unter Benno Möhlmann und montags war meistens trainingsfrei für die Mannschaft und ich habe mich mit ihm aber ganz oft dann zum Torwarttraining getroffen und er hat dann immer gesagt, du sagst, was wir machen und ich habe Zeit und so haben wir auch viel Zeit miteinander verbracht und haben dann auch eben so über Fußball gesprochen, du kannst ja nicht nur die ganze Zeit trainieren, musst auch mal Pause machen, genau. Und dazwischen unterhältst du dich und ich wusste schon dann so, irgendwann, wie er so tickt, wie er als Cheftrainer wird. Und dann wurde es irgendwann so, hatten wir das erste Training, da war an dem Wochenende war irgendwie keine Bundesliga, sondern ich glaube am Dienstag ist er Cheftrainer geworden und am Samstag war ein Freundschaftsspiel angesetzt. Und das erste Training mit Felix Magath war dann eben so, der Weg war ja weit von der Kabine zum Trainingsplatz, musste halt die Klamotten mitnehmen und so, alles, wir schleppen wirklich Bälle, Hütchen, alles Mögliche und packen es hin und Felix sagt als erstes, Bälle brauchen wir heute nicht. Oh ja, die setze ich ja nicht auf. Okay. So, und dann sind wir eigentlich jetzt, ich sag mal, 3 Tage nur gelaufen und hatten dann am Wochenende dieses Freundschaftsspiel irgendwo in der Walachei, war jetzt fast egal und keiner konnte sich richtig bewegen, also es war echt... Das war Willensschulung. Der wusste schon, also manchmal hat er vielleicht ein bisschen übertrieben. Am Anfang war er auch alleine, hat keinen Co-Trainer gehabt. Also später dann in Stuttgart hat er ja auch, oder bei den Bayern hat er einen Trainerstab gehabt mit Athletiktrainern und so. Da war er auch ein bisschen schlauer und hat nicht so überdreht, weil ich glaube, bei Bayern kannst du nicht mit den Spielern ins Spiel gehen und die haben noch Muskelkater von der Woche. Also das hat er dann ganz schlau gemacht, aber am Anfang war es schon hier und da too much. Glaube ich. Aber du gewöhnst dich irgendwie dran. Nur so richtig frisch bist du natürlich nicht im Spiel. Das glaube ich. Erstmal ein Riesenlob von Quarterback. Geiler Talk mit euch. Wir danken euch. Ihr seid so zahlreich hier. Schreibt so viel. Alles werde ich nicht mehr stellen können, denn irgendwann laufen die 90 Minuten hier ab. Ihr kennt es. Auch wenn wir gerne immer noch mal den einen oder anderen Standort drauflegen würden. Aber wir haben gesagt, immer 90 Minuten. So soll es dann auch besonders bleiben. Ich berichte jetzt von den letzten Fragen. Haut sie noch raus. Die eine oder andere nehme ich noch gerne mit, bevor es dann für Richie und meine Wenigkeit dann zum Abendbrot geht. Ich glaube, ja, so langsam kommt der Hunger durch, ne? Ja. Auf jeden Fall, ich gucke gerade noch mal. Du bist fasziniert. Richie, du Legende, mein Liebling in der Jugend. Genauso ist das von El Boxer. Leni Schäfer. Frage nach Winnie Schäfer, ja. Jo. Aber Richie sind tatsächlich oberfit aus. Ist nicht einfach konstant zu bleiben, sagt El Phantasmo. Frage an den Chef Gold. Durftest du auch Winnie Schäfer damals passieren? Der Frikolex spendet 5 Euro und haut nochmal raus. Danke für die super Talk mit Richie. Ja, komm, rein. Das ist das Bier, was ich dir gleich. Oh ja. Das ist das Bier für Richie da.
Ja, Winnie Schäfer habe ich mal kennengelernt irgendwann bei so einem Promispiel, irgendwann im Anschluss an die Karriere. Also auch ein cooler, wahnsinniger. Absolut. Schlappner war ja auch noch da. Der hat ja auch so einen coolen Status in Mannheim gehabt, glaube ich. Ne? Schlappner, ja, ne? Ja, also ja. Das. Aber muss ich jetzt nochmal sagen, irgendwann habe ich vorhin mal die Frage gesehen, wer mein bester Trainer war. Ja, stimmt. Würde ich jetzt gar nicht mal auf den HSV oder so beziehen, sondern insgesamt der Trainer, der mich am meisten beeindruckt hat. Also klar, von der Fachlichkeit und so vom Erfolg her war das natürlich die Zeit in Freiburg mit Volker Finke, aber wer so als Typ ohne Gleichen ist, ist Christoph Daum. Christoph Daum? Ja, der ist der Knaller. Also mit dem habe ich so anderthalb Jahre verbracht. Da war er Nationaltrainer von Rumänien und ich war so Honorar-Torwarttrainer. Also er hat mich dann mitgenommen. Wir haben die Quali gespielt für die WM in Russland. Und Vorgabe war natürlich, dass wir uns qualifizieren. Haben wir nicht geschafft, deswegen haben sie uns dann auch irgendwann nach Hause geschickt. Aber ich meine, die Geschichten kennen wir von ihm. Klar. Der ist aber als Typ, also erstmal als Kollege oder Vorgesetzter, wie er mit seinem Trainerteam umgeht und mit allen Freiheiten. Und aber auch der kümmert sich um alles, der ist belesen. Der hat mir als erstes, wir treffen uns oder haben telefoniert, hat er mir erstmal eine halbe Stunde was über Rumänien erzählt. So, ne? Also das ist, der ist wirklich klasse. Und dann, wenn er dann in der Kabine mit der Mannschaft spielt, du merkst, also das ist halt Aura und Charisma und der weiß auch, wovon er spricht. Der ist taktisch top. Cooler Typ. Also das war eine wahnsinnig tolle Zeit mit ihm. Schöne Geschichte. Stimmt, hätte ich auch. Ich habe es gelesen, dass du den Ausflug gemacht hast. Ja. Wie lange ging das? War es nur die Vorbereitung? Ja, das war immer wenn so Abstellungsperiode ist, also wenn Länderspiele sind, so 10 Tage, bin ich dann damit runtergefahren. Coole Erfahrung. Ne? Ja. Absolut. Hat's coole Erfahrung. Ja. Ich schaue noch, ob ich noch was von euch habe. Anstatt einer Frage wollte ich einfach nur ein riesen Lob aussprechen. Absolut klasse Talk und Richard ist ein ganz feiner Mensch. Ich glaube, mehr Lob geht dann am Ende nicht. Meine Schwägerin ist mit dabei. War ein toller Talk, sehr interessant. Vielen Dank. Haltet euch fruchtig. Also, Richard sieht aus wie 37. Ja. Vielen lieben Dank für den tollen Stream und Richie für seine Zeit und Geduld. Nur der HSV. Gute Besserung an Christoph Daum. Ja, dem geht's nicht gut. Ui, das wusste ich nicht. Ja, der hat, macht grad ne, bekommt gerade die zweite Chemotherapie. Oh. Ja. Aber ich glaube, das läuft ganz gut. Da wollen wir es hoffen. Ja. An dieser Stelle, Christoph. Genau. Daumen hoch. Daumen hoch. Sehr schönes, schönes Wortspiel. Ja, definitiv. Daumen hoch, Kopf hoch. Nichts anderes. Rock'n'Roll sagt, es war ein toller Stream. Vielen Dank dafür. Hoffe, Richie und Fadi, drückt bitte auch die Daumen für mein FC Köln. Das machen wir mal besser. Baumgart auch ein Typ für sich, ne? Wahnsinn, wie der da Köln rockt. Ja. In Hamburg wollte man ihn nicht. Vor Walter. Ja, ist halt Fußball. So. Ne? Klopp wollte man damals ja auch nicht. Also Wahnsinn, liegt so eine Karriere hin. Sag mal, wer da gewesen. Ich weiß nicht, was man alles hätte in Hamburg haben können. Aber alles dann auch Geschichte. Benedikt Hollerbach wäre doch ein Spieler für den HSV. Richie kommt gerne auch mit, auch mal in der Saison wieder. Also ja. Es kommen super viele positive Geschichten. Wir sagen dann am Ende gemeinsam, vielen, vielen Dank für diesen geilen Stream. Hat mir eine Riesenfreude gemacht, ja, mir auch, heute. Also eine Legende aus meiner Zeit, die ich auch erzählt habe. Für mich warst du ja dann schon einer der großen Torhüter nach Uli Stein, dann der Nächste wieder. Wir haben die Torhüter-Ära ja so ein bisschen durchgesprochen. Zieht sich ja bis heute irgendwie alles durch mit den Torhütern, hatten wir irgendwie nie Sorgen. Nö, das waren alles klasse Jungs. Und dir vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Vielen Dank euch an dieser Stelle. Bevor ich gleich das letzte Wort dann an Richie übergebe, sage ich nochmal vielen, vielen Dank. Nächsten Mittwoch bin ich natürlich wieder online. Das wisst ihr, der HSV Fan Talk. Ja, es geht nicht ohne. Das wisst ihr. Und von daher freue ich mich natürlich, wenn ihr zahlreich wieder einschaltet. Es ist Sommerpause. Aber wir werden schon Themen finden, glaube ich, um da dann auch den HSV 1,5 Stunden oder 2 Stunden live dann wieder auseinanderzunehmen oder gemeinsam wieder fachzusimpeln, welche möglichen Transfers denn auch möglich sind. Ich gebe das letzte Wort an Richie und sage Tschüss am Ende. Passt auf euch auf. Scheißegal, was ihr macht. Schaltet wieder ein.
Ja, kann mich nur anschließen. Mir hat es großen Spaß gemacht. Die Zeit ist wie im Flug vergangen. Wahnsinn, ne? Auf einmal sind 90 Minuten um. Also jedes 0-0 war zäher. Also großer Sport. Ich freue mich, wenn wir vielleicht nächstes Jahr zusammen feiern können und komm gerne wieder vorbei. Und ja, bis dahin alles Gute. Schöne Sommerpause. Bleibt gesund. Das passt. Jo. Richie, an dieser Stelle. Nur der HSV. Danke. Nur der HSV.